Herzlich willkommen. Ich habe den wunderbaren Urs Hochstrasser, einen Protagonisten unseres Films Selbst geheilt, im Interview gehabt für unseren Online-Kongress. Urs, worüber haben wir gesprochen? Ja, wir haben darüber gesprochen, dass die Ernährung natürlich einen wichtigen Grundstein ist, um sein Leben zum Erblühen zu bringen. Ich meine, wir haben auch da gesprochen, dass wenn wir nach dem Essen uns besser fühlen, als wenn wir jetzt schwere Nahrung zu uns genommen haben, also das heißt, wir haben keine Leukozytose, dann können wir besser auf das Leben zugehen. Ich meine, das können wir ja schon bereits sehen in der Natur. Wenn wir uns artgerecht eben natürlich mit Rohkost ernähren, dann sind wir an dem Punkt, wo wir auch sagen können, schau, die Gazelle, die kann, wenn sie gegessen hat, kann sie auch nicht dem Löwen sagen, wart mal schnell, ich habe gerade gegessen, ich kann jetzt noch nicht springen. Ich kann auch nicht schwimmen, ich könnte nicht in den Fluss gehen und so weiter. Das fällt mit der Rohkost alles anheim. Das ist dann nicht mehr relevant. Wir sind hinterher gleich agil oder noch agiler oder noch besser dran als vorher. Das sollte unsere Ernährung sein. Die Ernährung führt dann natürlich auch dazu, dass wir uns besser verstehen in unserem Überbewusstsein, sei das jetzt im seelisch-geistigen Bereich, und das Leben offenbart sich uns neu, so dass wir es tatsächlich genießen und leben und erleben können.